hallo, da sind wir wieder. Wieder back. Wir haben Dennis seine Sachen geholt, wir haben eingekauft. Ja. Die arme Janina. Die hat die Maske auf der Nase gedrückt. Ja, die hatte nämlich ein leichtes Problem mit der Maske auf der Nase, weil die wurde mal an der Nase operiert, deswegen ist sie da ein bisschen sehr empfindlich. Ja. Aber das geht alles. Jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Wir haben ein bisschen mehr Zeit im Fressnapf verbracht gehabt als geplant, weil da waren so viele Fischis und ich brauche halt noch einen Highlight-Fisch. Aber alles, was ich irgendwie toll fand, war entweder in Gruppen von 10 Fischen, was mir definitiv zu viel ist. Also was heißt zu viel? Gerade zu viel, weil er nicht so viel Geld hatte. So. Oder es frisst mir die Ringelbandhechtlinge oder die Amanos. Da hatten wir dann, was waren das? Die amerikanischen Mini-Zwergbuntbarsche. Genau, die amerikanischen Zwergbuntbarsche waren es, glaube ich. Die waren eigentlich ganz praktisch, weil davon konntest du zwei halten, sahen auch sehr schön aus. Aber die waren nicht garnierenverträglich. Das war das Doofe. Naja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Pflanzen eingekauft. Die hier. Ja, einmal diese hier. Diese Einse. Drehen wir ein bisschen, dass man es auch sieht. Und das Pflänzchen. Achso, das Pflänzchen. Ja, Katze. Oh, das die Katze mich erschreckt. Da. Das Pflänzchen, das haben wir zweimal. Ja, einmal hier und einmal. Oh. Und dann haben wir einmal Kryptokorynen. Kryptos. Das sind diese hier. Die sind in Gel eingefasst. Da müssen wir das Gel ordentlich abwaschen. Mhm. Obwohl wir hinten im Aquarium haben. Und dann haben wir noch hier den. Den Kleber, den brauchen wir. Der Dennis hat noch ein bisschen Schleifpapier geholt. Für dieses PVC-Scheißhausrohr. Ey, das weiß. Ist ein PVC-Rohr. Die Gummidichtung, wie man sieht, in schwarz, die pissel ich gleich noch da raus. Die Kante hier werde ich ein bisschen, weil die, ich finde, die ist ein bisschen sehr scharf. Vielleicht ist das auch ein bisschen sehr groß für den Kollegen. Auf jeden Fall wird das ein bisschen abgeschliffen. Man kann ja auch die Oberfläche ein bisschen anrauen, damit die Pflanzen ein bisschen besser halten. Ja. Und dann haben wir eine Sprühflasche. Diese Sprühflasche geholt. Ja, und das war's auch erstmal von uns für heute, denn wir machen uns jetzt erstmal fertig. Wir haben jetzt kurz nach 5. Wir waren ziemlich viel unterwegs seit heute Morgen um 9 Uhr, weil ich habe nämlich von 19 bis 21 Uhr Ponytime. Und ja. Ich werde mal gucken, dass ich an dem PVC-Rohr da ein bisschen rum fudle. Vielleicht nimmt euch der Dennis da ja dann nochmal mit, dass er, wenn er es da bastelt, ne? Wenn ich mir den Kollegen gerade so angesehen habe, ist das vielleicht doch ein bisschen groß, aber der wird ja sowieso noch größer. Ich wollte gerade sagen, der wird ja noch größer. Der wird ja noch größer. Momentan sitzt er da irgendwo zwischen den Pflanzen auf dem U-Boot, hat sich da hingesetzt. Ich habe kein Rohr, wo kann ich mich verstecken? Ja, auf jeden Fall könnt ihr Glück haben, wenn der Dennis euch gleich noch mitnimmt. Könnte sein. Beim Basteln. Die Kamera kann man ja auf ein Stativ stellen, das ist ja ganz praktisch bei dieser Kamera hier. Und vielleicht nimmt der Dennis euch noch ein bisschen beim Basteln mit, während ich bei der Ponytime bin. Ansonsten sage ich euch ja hier schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich denke mal, ich werde euch das nächste Mal nochmal mitnehmen, wenn mein Aquarium geholt wird und wenn wir es einrichten dann. Also wenn ich es dann einrichte. Dann wird sowieso mehr Videos geben von dem Ding. Wahrscheinlich. Also Tschüss, bis dann. Tschüss. So, wie Antje schon gesagt hat, ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit. Röhrchen bauen für meinen. Und ich habe den Namen gleich wieder. Gabun Riesenfächerhandgarnele, so heißt sie. Oder, wie sie auch genannt wird, blaue Monstergarnele oder Monsterfächergarnele, weil sie halt so knallig blau werden kann. Und ja, wie Antje schon sagte, sie ist bei den Minis. Und ich kümmere mich jetzt um mein Röhrchen. Die Janina, die sitzt da hinter der Kamera. Hallo. Die hat das schon schön angeraut hier, damit die Pflanzen ein bisschen besser drauf halten. Da sieht man so ein bisschen, sieht ein bisschen aus, als hätte einer drauf rumgekratzt. Und damit die Garnele sich da so ein bisschen drauf festhalten kann, wenn sie sich da drauf setzen will und ihr Futter sammeln will. Ja, hier habe ich schon mal die, jetzt muss ich den Namen gucken. Die Kryptokorine, glaube ich, so spricht sie aus, aber hier den Namen einmal. Die habe ich schon einmal hier von ihrem Glibber entfernt. Die sieht eigentlich ganz schön aus. Ich setze mir dann so hier oben schön drauf.
Und hier die Rikia Flutanas. Auch nochmal den Namen, falls ich es auch falsch ausgesprochen habe. Fluitanas. Fluitanas, ja. Das Moos-ähnliche. Das eigentlich ganz cool aussieht. Okay, vorsichtiger mit umgehen. Oh. Ja, die sind ein bisschen. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen reingewachsen. Ja. Ich guck mal, dass ich das Moos da rauskriege. Moosko. Dann Insider. Rosi. Da ist auch nochmal Glibbel dran. Das überlasse ich jetzt dir mal, aber vorsichtig. Oh nee, wollen wir nicht mehr so entfernen? Nee, das fühlt sich nicht an. Das ist ein Nörgel. Noch vorsichtig einfach. Dann. Einfach im heißen Wasser. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Die Dame spült das gerade ab. Da darfst du gleich bei dem zweiten Pöttchen auch gleich mal machen. Damit sie auch mal was zu tun hat. Ja, das habe ich gehört. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ja, hier habe ich halt versucht mal zu sägen, dass ich das hier oben abkriege, weil ich finde, das sieht nicht so schön aus. Das ist halt ein einfaches PVC-Rohr, wie schon gesagt. Dann fangen wir einfach mal an. Und, schon mal hier von Wasser drauf zu machen. Was haben wir denn hier? Sind die einzeln oder sind das Ganze? Das ist schon mal nur ein Wurzelknopf. Ich glaube, das ist eine Ganze. Mal gucken, wo wir die hinsetzen. Ich würde sagen, so hier hinten ein bisschen drauf. So hier hinten in dem Bereich. Ja, so doll. Jetzt schmeißt du mir das Moosping hin? Ja. Ja, hast du. Kannst halt schön auseinanderfuddeln, das Mooszeug. Ich habe hier einmal Eimerhandschuhe, da der Kleber, den möchte ich nicht so gerne am Finger haben. Ja. Plantfix. So, mein Gott, ey, was ist denn heute mit meiner Aussprache los? Das hatten wir jetzt schon einmal. Den haben wir halt schon mal angefangen gehabt. Hier haben wir nochmal denselben, schön den Rund nochmal. Oh, können wir uns nochmal lesen. Um halt Pflänzchen drauf festzukleben auf Untergrund, Bäumen. So wie Antinus bei meinem Bambus gemacht hat, wo die Butze für Landes drauf sitzen. Bonsai. Entschuldigung, ich habe Bambus gesagt, Entschuldigung. Bonsai. Fängt beides mit B an. Hinlegen. Okay. Jetzt solltest du das hinlegen. Das mache ich mit Absicht. Ja. Wollen wir mal ein bisschen. Jetzt haben wir ja das Moos hier. Beschwer dich nicht. Es beschwert sich. Ein bisschen bemoosen. Das war da. Sitze vor. Something knock him down, it's the
Wie sieht man das schöne Röhrchen jetzt? Jetzt sieht es tatsächlich sehr schön aus. Finde ich. Innen kommt halt dann noch Kies rein. Also hatte ich jetzt so angedacht. Und dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze da drauf wächst. Und wie es von meiner Riesenfächerhandgarnele angenommen wird. Wo haben wir sie denn da gegen eine Riesenblablo? Ein bisschen Geduld ist alles. Wie viel Uhr haben wir es denn jetzt gerade? 48. Ich sehe gerade, meine Blubbel ist ein bisschen sehr hellgrün. Jetzt seht ihr mal, was hier unten so drin rumsteht. Da ist unser CO2-Verteiler. Da drehe ich jetzt einmal ein Nuller zu. Und jetzt mache ich das, was ich eigentlich machen wollte. Wir gucken mal, wo unsere Riesenfächerhandgarnele ist. Da hinten. Man sieht sie schon. Da hinten beim U-Boot. Gehen wir auf die andere Seite vom Aquarium. Einmal hoch. Da sitzt sie. Wie gesagt, sie sucht halt gerade ein Versteck, wo sie sich verstecken kann. Da hat sie mit den Blättern schon mal ganz gut gehofft. Ich bin am Überlegen, dass ich das Rohr hier so hinpacke. Aber wie ich sehe, ist da keine Strömung. Bevorzugt halt Strömung. Und Strömung ist auf der anderen Seite. Sieht man, wie die Pflanzen sich bewegen, dass ich das Rohr in die Strömung reinlege, dass sie sich reinsetzen kann und. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ach, hier mal die Kamera. Das werdet ihr dann gleich sehen, wie es da drin liegt. Ich muss gerade mal aufpassen, hier sind ein paar Schläuche. Wie ich das Rohr ins Aquarium reinlege. Weil jetzt muss das alles erstmal noch kurz trocknen. Ich räume in der Zeit den Tisch auf. Und ja, dann sage ich mal, bis gleich. Beziehungsweise, ja doch, bis gleich. So. Wieder da. Das Rohr ist im Aquarium. Man sieht es von hier sehr wahrscheinlich schon. Ich finde, es sieht von hier gar nicht mehr so schlecht aus. Ja. Erste Amano direkt mal inspizieren. Sieht aber nicht schlecht aus. Ja. Das habe ich jetzt so dahingelegt. Ich hoffe, unsere Fächerhandgarnele findet sie. Die Amano muss putzen und pflückt mir direkt den Moos daraus, der lose ist. Da. Ja, da ist der Nadler. Einer meiner Nadler. Wenn wir mal einmal von hier gucken, dann können wir in das Röhrchen reingucken. Ups, das ist gar nicht der Plan. Was mit dem Ding? Da. Da habe ich jetzt, wie man sieht, Kies reingetan. Wie ich es ja auch wollte und ich musste es, weil das PVC-Rohr, also das Rohr, nicht schwer genug alleine war und immer wieder hochgeschwommen ist. Es wackelt gerade ein bisschen, ich habe das Stativ noch runter. Sieht man es von hier, von hier. Ja, da hinten sitzt. Ich sehe es. Von hier sieht es jetzt ein bisschen karg aus. Aber ich finde, von der anderen Seite sieht es am schönsten aus, wenn man direkt drauf guckt. Wo sitzt du denn? Hier zwischen. Ja, da sitzt die Nadler. Da sieht man. Da ist sie. Sie fächert. Sie ist sogar blau geworden. Ja, sie fächert. Da komme ich gerade nicht ums Eck, weil da die Sofakante ist. Sie fächert und sammelt sich ihr Futter aus. Es ist interessant zu sehen, die Fächer. Das Blättchen ist gerade im Weg vor der Nadel, weil es in der Nähe sitzt. Oder andere sind in den Rücken. Jo, Luffel. Wie gesagt, es ist ein sehr interessantes Tier. Kopf weg. Ah, von hier sieht man sie auch nicht so toll. Ich weiß mal. Da, jetzt sieht man es etwas besser. Fächer essen. Sie hat anscheinend eine vernünftige Strömungsstelle gefunden und mal gucken, ob sie das Rohr in der Laufe der Nacht noch findet. Jetzt machen wir das Licht aber wieder aus, weil wir haben nach 20 Uhr. Wir haben ein bisschen. Warte, mach mal aus. So dunkel. Wir haben ein bisschen gewudelt, wir haben den Dauerbetrieb einmal eingestellt gehabt.
Ja, ich weiß nicht, wann Antin dieses Video online stellen wird. Deswegen sage ich mal, bis wir uns wiedersehen in Antins Abhol, wahrscheinlich Abhol und Einricht Video von ihrem Aquarium. Ich weiß nicht, ob ich dabei sein werde, wenn es geholt wird. Kann sein, dass sie mit Marvin fährt und es holt. Kann aber auch ganz gut sein, dass ich der bin, der mitfährt und es holt, also der das Auto fährt. Kommt halt drauf an. Ich werde dabei sein. Die wird sowieso dabei sein, die ist momentan. Sagen wir mal so, sie hat frei. Aufgrund der aktuellen Situation hat die Dame frei. Und nicht mal Homeoffice, genau. Und ja, dann sag ich mal, da auch der Akku zu Neige geht von der Cam gerade, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Somebody stole it and put it in your hand.